Guten Sonntagmorgen hier vom Eisernen Steg in Frankfurt am Main. Das sind gedenkvolle Tage. Am Freitag war der Holocaust-Gedenktag. Morgen, am 30. Januar, ist es 90 Jahre her, dass Hitler an die Macht kam. Hier in der Dreikönigskirche in Frankfurt-Sachsenhausen haben wir nachher einen Gottesdienst zum Holocaust-Gedenktag. Wir erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir beten für Jüdinnen und Juden in Deutschland heute. Und wir bitten um Frieden für Israelis und Palästinenser im Heiligen Land. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis, das der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. Und das lautet so: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Seid behütet, und hier kommt die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht.